Da hinten ist ein Speer. Da ist ein Zwerg. Was? Ich sammle doch nicht mal einen Scheiß auf. Was will die hier? Die Winterstürme toben, während der Eisdrache Das hätte ich mich fast auf Fresse gelegt. Viele Siedler wurden aus ihrem Zuhause vertrieben. Die geblieben sind, kämpfen gegen Hunger, wilde Grawl-Stämme und die fanatischen Söhne Swanies. Vielleicht könnt ihr irgendwo helfen. Oder zumindest herausfinden, was in der Doppelsporn-Freistadt los ist. Wir haben seit Wochen keine Patrouille der Löwengarde mehr gesehen. Ja, wir haben das nächste Gebiet entdeckt. Was will ich denn da? Ja, aber ich hab da quer. Hier ist ein Aussichtspunkt. Da. Hier, da, bla. Ja, Aussichtspunkt. Da. Der steht auf diese Dinge. Große Statue. Ja. Irgendein Volk hatte da ziemlich viel Langeweile. Berge abtragen und Statuen draus machen. Ja, die Norn. Das sind die Götter, du Keks. Das warst du. Häschen-Akolyt. Hm. Level haben die denn? Ach, 7, komm. Ja, ich habe trotzdem immer noch keinen Plan, was der Quatsch hier soll. Ja, wir müssen dahin. Da. Dahin. Ne, warte mal, da. Warum gehen wir da nicht dahin? Da will ich ja hin, aber hier stehen Minotaurus im Weg. Du weißt, dass es hier lang geht und nicht da, wo du gerade bist. Hast du irgendwas gekriegt? Ich sollte die beschützen. Ja. Machen wir das Herz jetzt hier auch oder nicht? Machen wir automatisch. Häschen-Akolyt. Das machen wir automatisch. Was machen wir mit diesem Hasenfuttergeheimnis? Was soll ich damit? Steht doch da. Sucht versteckte Hasenfutter und bringt es zu Bisschen. Haltet euch. Schneller! Was zum Henker? Ich hab mich damit auf die Fresse gelegt. Ach, die muss ich dem Typen da hinten hinbringen. Allmählich bin ich's leid. Vergiss es. Wir machen jetzt mal eine Quest. Nein, wir hacken Holz. Da. Kann man die vom Berg schubsen? Nee, klar, da steht ganz dick versperrt, aber ich schieß weiter. Nee, natürlich. Holzblock. Täglicher Sammlerfortschritt. Ja, hab ich auch. Ihr habt eine Erfolgstruhe errungen. Klickt auf die Truhe, um eure Belohnung zu erhalten. Ein Arschtritt kriegst du. Ein Gold und eine Lorbeere. Warum zum Teufel bekommst du einen möglichen... Alter, ich hab Gold gekriegt. Irgendwann, ne? Instanz betreten, empfohlene Stufe 6. Okay. Klar, ich bin nicht mal 5. Mehr als sterben können wir nicht, oder? Da bin ich mir noch nicht sicher. Die könnten uns unsere Seele rauben. Unsere Erstgeborenen. Video. Vorsichtig. Wir sind ganz in der Nähe. Die Söhne Swanies allerdings auch. Ich sehe viele andere Spuren neben denen des Minotaurus. Sie kommen näher. Die Swanier sind in kleinen Gruppen unterwegs. Wenn wir vorsichtig sind, können wir sie Gruppe für Gruppe ausschalten, bevor sie überhaupt merken, was los ist. Schlaue Taktik. Gefällt mir. Solange hat die gerade vorsichtig vorgehen gesagt? Ja. Ja, schön, dass es direkt losgeht. Nee, super. Pfeilhagel. Und sonst war noch gut. Siehst du, war doch ganz einfach. Ja, jetzt war leider. Hier, sie ist noch da. Einen Geist durch Schnee zu verfolgen ist schwierig.
finde die Spur wieder. Ach, friss Scheiße, komm her. Was? Die werft mit Sachen nach mir. Brauche hier etwas Heilung. Lass mal die Typen hier wieder beleben. Steh auf. Ich hab den gerade den Fuß verarztet und dann steht er wieder auf. Ja. Warum hinke ich? Weil du in die Falle getreten bist. Ach so. Man wird ja mal, wenn wir fragen dürfen hier. Ich hab irgendein Schlüsselteil gefunden. Hab ich auch schon. Ich hab geblockt. Ja, falscher Knopf. Und dann war er schon tot. Schön, euch hier zu sehen. Warte. Bam, 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 ist er tot. Doch hat sich Sorgen gemacht, wisst ihr? Ja, ich bin ja jedes Mal fast tot. Du sollst auch aus den Area-Effekten weggehen, ne? Das ist dir bewusst. Ich bin gepanzert. Nix da. Wo sollen wir überhaupt hin? Jetzt haben wir die umgenutzt ohne... Wir müssen den Geist des Minotaurus finden. Such Hasso. Der ist da hinten. Wird gefangen gehalten. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach. So viel dazu. Ruhig, Garm. Da ist er. Der Geist des Minotaurus. Die Söhne Svaniers haben ihn umzingelt. Nicht mehr lange. Hey, der Geist des Minotaurus steht unter unserem Schutz. Nehmt die Waffen runter und geht auf Abstand. Niemals. Das ist unsere Beute und ihr wildert hier. Ich wildere euren Kopf und hänge den Holbrock neben ein Elchgeweih. Zurück jetzt. Letzte Chance. Tötet sie, Brüder! Der Drachendiener muss fressen! Attacke! Spiel mal schön hier die Kavallerie. Ja. Erstmal jetzt hier. Brenn, du Wichser. Die hauen mich dreimal und ich bin fast hinüber. Geh doch aus dem Area-Effekt raus! Warum? Kämpft um zu überleben. Mach ich jetzt. Sollte ich wissen, was ich hier drücke? Ja. Ich bin tot. Ja, ich komme gleich, warte. Das ist doch Kacke. Warum? Nur so. Ich habe hier eine schwere Rüstung an, nicht du. Oh. Du bist auch gleich tot. Dein Bärchen ist auch gleich tot. Aber das ist ja so einfach. Da nuckelt der sich einfach wieder voll. Ja. Wie lange kann ich jetzt eigentlich hier liegen bleiben? Stundenlang? Ja, warte, wir regeln das gerade. Gibt's dann Kayona am Stiel? Ich regel das gerade, warte. Ich lieg da auch gerade wie so ein Schneeengel. Jetzt heilst du mich auch plus, mit +12 statt +6.
streichelst mir nicht wirklich gerade mein Gesicht. Oh, steh doch wieder auf. Steh doch auf, bitte. Da bin ich wieder. Was? Da. Angeschlagen, Malus erlitten. Ja klar, jetzt falle ich noch schneller um, oder was? Da. Muss ich den Geist heilen? Den heile ich übrigens mit 38. Ja, dem schiebst du deine Hand in den Arsch. Da ist noch ein Sohn. Du musst doch alles angreifen. Der bewegt sich bei mir nicht mal. Klar, sobald ich dran stehe, macht er was. Was sind denn das eigentlich hier alles für Beutel? Ja, noch welche, einsammle? Guck mal. Ach, geh kacken. Ein Skin. Bäm, fertig. Video. Nur die Ruhe, Bezwinger. Der Geist weiß, dass wir keine Feinde sind. Schaut genau hin. In seinen Augen seht ihr, dass er uns erkennt und uns sehr dankbar ist. Schaut doch diese Wunden und wie ausgemergelt und schwach er ist. Seht ihr die Erde an seinen Hufen? Könnte aus den Dunkelbruchklippen sein. Die Erde und die Wunden stammen sicher vom selben Ort. Und dort werden wir sie finden. Die Söhne und die gefangenen Minotauren. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei, um... Töten! Wir könnten uns als Bierhändler verkleiden, die Svanir betrunken machen und uns reinschleichen. Gut. Oder ihr könntet um den Segen des Minotaurus bitten. Wenn er euch in einen Minotaurus verwandelt, kommt ihr nahe genug heran, um ihnen beim Ausbruch zu helfen. Also, ein paar betrunkene Svanir-Narren oder eine Minotaurenherde zum Durchgehen bringen. Teilt mir eure Wahl mit. Als Legende muss man lernen, solche Entscheidungen zu treffen. Ich tendiere ja zu der Minotaurenherde. Halte ich für eine gute Idee. Macht euch um meine keine. Ja. Um mich keine Gedanken machen. Guter Plan. Oh, ich kann schon wieder was aussuchen. Rohlederstück. Kann zu Quadraten verarbeitet werden. Ich kann nichts auswählen. Ja, das wird wahrscheinlich gleich bei dir auch so kommen, wenn du hier Dingens. Wenn ich ja, hier Dingens. Wow! Wow. 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 Ich habe jetzt in der Truhe eine Karma-Verstärkung gehabt, ein magisches Gespürverstärkung, eine Erfahrungsverstärkung, einen Bankzugriff Express, eine Wiederbelebungskugel und einen Sofortreparaturkanister. Kanister. Ja. Überschüttest dich mit Benzin zu. Glückchen flüssiges Karma. Okay. War alles in der Truhe drin. Können wir jetzt aus dieser Instanz raus? Das Ding da macht mir Angst. Ja, warte mal. Ich muss mal eben hier... Meine Schuhe sind gelb. Meine nicht. Hier noch verwerten. Das kann ich verwerten. Sei still. Ja, mach echt. So. Jetzt kommen wir raus. Ich glaube, wir machen uns jetzt mal um deine Quest Sorgen, damit du auch mal Sachen kriegst. Ich verstehe das Ganze auch nicht. Wenn das ganze Spiel über so bleibt, ist das doch sehr merkwürdig. Glaube ich nicht. Jetzt musst du führen. Ich führe, Mann. Wir tanzen Walzer. Ja, siehst du? ja. So. Ja, bevor wir führen. Wo sind wir denn hier? Du hast gepult. Es ist mir egal. Du machst das schon. Go, Manni, go! Gibt's hier nicht Schädel oder Pompoms? So viel dazu. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab das Ding auch noch gepult. Wir müssen hier rum. Angeblich. Ich weiß es nicht. Ja, da geht's wieder zurück. Was machst du?
Ich habe versehentlich den weißen Moa angeschossen. Warum tust du so etwas? Weil ich's kann. Bist du ein böser Manni?